Sehr. Guten Morgen, ihr Lieben. Ich mache mir gerade so einen Brennnesseltee und bin schon total aufgeregt wegen später. Ich durfte heute ausschlafen, dementsprechend sehe ich auch aus, ne? Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf heute. Ich freue mich auf die Kinder, wenn wir die sehen dürfen. Aufnehmen dürfen wir die auf keinen Fall, das weiß ich, weil keiner will, dass das Kind, was in der Psychiatrie liegt, im Internet preisgegeben wird. Würde ich auch nicht wollen. Und ich glaube, das kann jede Mama nachvollziehen. Ach, das riecht voll komisch. Ja, ich mache mir jetzt auf jeden Fall einen Tee. Und ja, wir warten jetzt eigentlich nur noch. So, wie viele haben wir jetzt? Wir haben jetzt 11.40 Uhr. Und oh, der wollte zum Friseur vorher. Wir machen ja auch heute ein Interview. Er hat mich schon gefragt, Schatz, was soll ich denn alles sagen? Da habe ich gesagt, ja, das, was du denkst. Weil ich habe das wegen einem anderen Grund, wollte ich spenden, wegen einem ganz anderen Grund wollte er spenden. Also wir haben beide voll andere Gründe. Und ja, das werden wir auch auf jeden Fall erzählen. Das wird dann auch auf der Homepage von denen gezeigt. Das habe ich aber schon öfters erwähnt. Übrigens, das ist unsere neue Gardine vom Bad. Ja, ich bin total aufgeregt, wie gesagt, und ich hoffe, die Kartons passen alle ins Auto. Furkan meinte, der will mitkommen, aber ich habe dann gesagt, dass wir keinen Platz im Auto haben. Wenn er will, kann er halt direkt ins Krankenhaus kommen. Seine Schule ist ja da. Mal schauen, wie der das macht, weil der wollte unbedingt dabei sein. Und ja, ansonsten, ihr könnt uns ja auch helfen und kurz auf Lena aufpassen, wenn wir das Interview haben oder so. Ja. Ansonsten gibt es eigentlich nichts. Wir warten jetzt, wie gesagt. Oh, dann muss zum Friseur und danach, sobald er zurück ist, müssen wir das Auto beladen. Weil wir müssen mal schauen, wie wir was reintun und wie das alles am besten passt. Ich hoffe, es passt auf alles. Ja, ich mache jetzt hier noch ein bisschen sauber und klar Schiff. Und wenn ich später nach Hause komme, mache ich sehr wahrscheinlich dann Blumenkohl. Sonst gibt es eigentlich, wie gesagt, nichts. Oder ich mache gleich Blumenkohl, damit wir essen, bevor wir in die Psychiatrie gehen. Ja, weil danach wird er dann nicht sofort zur Arbeit fahren. Ja, deswegen würde ich sagen, ich melde mich gleich nochmal bei euch. Ich mache mal hier ein bisschen tippitoppi. So, ihr Lieben, ich habe mich mittlerweile geschminkt, meinen Tee getrunken und ja, ansonsten habe ich noch nichts gemacht. Ich muss hier noch ein bisschen aufräumen. Nina und Orbit haben nämlich heute Morgen gespielt, als ich noch am Schlafen war. Und ja. Nina isst jetzt Frischkäse. Sie liebt Frischkäse zu löffeln. Ne? Mama Mia, wer ist denn? Ah, Fede. Genau. Und sonst muss ich jetzt die Küche aufräumen. Ich habe jetzt in zwei Ladungen Wäsche gewaschen. Ich muss heute Abend oder morgen bügeln. Willst du was sagen? Ja, Mama, nein. Ja, na. Los. Ja, meine Nina. Ich kann jetzt wieder Schule. Nein. Ja, Luna, Mama, Mia. Ja. Ja, das reicht. So, ja, ich räume jetzt hier auf und dann denke ich mal, müssen wir auch langsam die Sachen ins Auto packen. Oh, der schläft immer noch. Ich glaube, der geht nicht mehr zum Friseur. Und ja. Was denn? Nein, das reicht. Bis gleich. So, ihr Lieben, ich habe mich jetzt fertig gemacht. Also, meine Haare gekämmt, zugebunden. Oh, dann geht kurz das Auto waschen und ich ziehe mich derweil an, weil ich bin noch in Pyjama. Unten. Ja, ich wollte dieses Kleid hier anziehen und eine Strumpfhose, ganz normal.
Wegen meinem Bauch. Das tut weh, wenn ich jetzt eine Hose anziehe. Und sonst. Achso, oh, der geht jetzt, wie habe ich schon gesagt, dass er das Auto waschen geht. Der fährt kurz in die Waschanlage rein. Ich bereite so lange die Kartons vor. Ich tue die schon mal in den Flur, damit er die schnell runterbringen kann. Nina ist nämlich gerade eingeschlafen auf der Couch. Dann kann er das schnell machen, ohne dass Lina jetzt stört oder nervt. Ja, und sonst. Ich darf diese Süßigkeitenkisten da nicht vergessen. Das ist das Wichtigste. Und ja, ich ziehe mich jetzt schnell um und dann filme ich weiter, wie ich jetzt alles hier in den Flur stelle. So, ihr Lieben, ich habe mich jetzt umgezogen und jetzt werde ich den Kartons alle in den Flur stellen. Ich zeige euch mal Lina. Da schläft. So, jetzt fange ich langsam an. Das sind ja sehr viele Kartons. Und auch sehr schwere Kartons. Ich stelle mir den Wäscheständer ins Schlafzimmer, damit wir hier auch Platz haben. Die zwei Kartons sind hier für das Pflegeheim. Da haben wir Montag unseren Termin. So, ihr Lieben, das geht jetzt alles ins Auto, also das nehmen wir mit. Dann diese drei Tüten und diese ganzen Kartons. Aber ich denke schon, dass das alles ins Auto passt. Auch wenn ich diese Sachen neben mir stelle und hier auch noch ein paar Kartons. Oh, ich kann nicht mehr. Oh, der wird jetzt geschockt sein. Ich glaube, der weiß gar nicht, dass es so viele Kartons gibt. Aber anders konnten wir das jetzt auch nicht unterbringen. Ich bin kaputt. Oh Mann. Ja. Cool, oder? Ist echt viel. Hab ich euch doch gesagt, dass das viel wird. Ja, ich freue mich auf jeden Fall gleich. Und im Pflegeheim darf ich bei jedem anklopfen im Zimmer und Süßigkeiten verteilen. Das finde ich total nett. Aber im Kinderheim kann ich das verstehen. Stellt euch mal vor, ich gehe ins Pflegeheim und da wirft einer mit einem Schuh nach mir. Tina wird wach. Ich glaube, ich beende das jetzt hier und nehme gleich auf. So, mir hat gerade jemand geschrieben, dass ich Taschentücher mitnehmen soll. Das werde ich auf jeden Fall machen. Weil ich weiß ja nicht, vielleicht sehen wir Kinder und ich werde dann einen Heulanfall bekommen. Ich kenne mich ja. Ich bin bei sowas total emotional. Und ja, ich kann schon mal sagen, wir machen ja ein Interview. Ich habe es öfters erwähnt, aber ich erwähne es jetzt nochmal. Ich habe die Spendenaktion von Anfang an gemacht, weil ich Kinder glücklich machen wollte. Eigentlich krebskranke Kinder, aber weil die so viel bekommen halt vom Staat und von der McDonald's-Stiftung, haben die dann gesagt, es gibt eine Kinder- und Jugendpsychiatrie und ich habe sofort ja gesagt, ohne zu überlegen, weil an eine Psychiatrie habe ich nie gedacht. Und man schiebt das so immer nach hinten, weil man sich denkt, es gibt bestimmt keine Kinder- und Jugendpsychiatrie, aber doch, das gibt es. Und ich habe in meiner Kindheit sehr viel durchgemacht, sehr, sehr viel. Die in meinem engsten Umkreis wissen das auch. Und da kommen wieder Tränen. Und mir hat keiner geholfen. Oh, jetzt muss ich mich zusammenreißen, sorry. Oh, Moment.
Da läuft die arabische Musik perfekt, ne, im Hintergrund. Ja, und mir hat keiner geholfen und da denkt man sich, dann sollen diese Kinder wenigstens auch einmal im Leben so richtig glücklich sein, lächeln und für einen Tag den Schmerz vergessen. Und das war der Grund, warum ich das machen wollte. Und Audrey wollte das eigentlich machen wegen der Schwester. Um andere Kinder glücklich zu machen, wenn er seine eigene Schwester nicht glücklich machen kann. Genau. Ja, auf jeden Fall ist Audrey jetzt unten. Ich kann ihn mal zeigen, wenn man ihn sieht. So, da steht unser Auto jetzt. Da, man sieht das, ne? Da sind die Kartons hoch. Genau, da sind die Kartons. Ja, Audrey wird jetzt die Kartons ins Auto tun und dann fahren wir auch gleich los. Er meinte, das passt alles, aber man hat ja trotzdem Bedenken. Genau. Jetzt bin ich zu nah. Ja, und an die, die von Anfang an gedacht haben, dass wir das Geld einstecken und das irgendwie ausnutzen für irgendwas, die überlasse ich Gott. Ich wünsche euch das. Ja, der guckt nach oben. Ich wünsche für jeden das, was er für uns wünscht. Also das Zehnfache zurück, egal ob gut oder schlecht. Jeder wird seine Strafe dafür bekommen, irgendwelche Gerüchte auf die Welt zu setzen, was nicht stimmt. Und Gott bestraft jeden, Leute. Ja, ich bin jemand, der auch an Gott glaubt, natürlich. Aber jemand, der keine Furcht vor Gott hat, der kann sowas immer rumerzählen, rumlabern. Und ich finde es total bemerkenswert, dass ich bis jetzt nur 3 Nachrichten bekommen habe, dass ich das einstecken würde. Und ich finde, heute ist der größte Beweis dafür, dass wir das nicht machen. Was wollte ich jetzt noch sagen? Und sonst denke ich mir, jeder wird seine gerechte Strafe bekommen und ich weiß, dass ihr als Community hinter mir steht und dass wir das alles zusammen gemeistert haben. Ohne eure Hilfe hätte ich nicht ein Zehntel davon geschafft vielleicht. Und ich bedanke mich vom Herzen bei euch. Ich werde auch alle Namen unten in der Infobox verlinken, soweit es geht. Ich hoffe, ich vergesse keinen. Und ja, ich bin einfach nur stolz drauf, was wir auf die Beine gestellt haben mit knapp 10.000 Zuschauern und auch auf Instagram, die Zuschauer haben hier mitgemacht. Danke vom Herzen und ich hoffe, ihr kriegt das zehnfache Glück zurück und das werdet ihr auch. Also ich habe jetzt ein sehr, sehr gutes Gewissen und das könnt ihr auch haben. Ihr könnt euch glücklich schätzen, dass ihr überhaupt sowas gemacht habt, dass ihr bei so einer schönen, tollen Aktion mitgemacht habt. Ich bedanke mich bei jedem Einzelnen vom Herzen und wünsche keinem so einen schlimmen Schicksalsschlag, weil man weiß nie, wem das treffen kann. Und jetzt zeige ich euch nochmal Audrey. Ich muss jetzt langsam auch Nina wecken. Wenn mein Mann sagt, das passt alles ins Auto, dann passt es ins Auto. Ich vertraue ihm da voll. Der hat das Händchen dafür. Und wie man sieht, ist die Hälfte schon im Kofferraum. Über die Hälfte. Ich glaube, mit so vielen Sachen rechnet die Psychiatrie gar nicht. Krass, alles ist im Kofferraum. Okay. Oder doch nicht? Jetzt stellt er ein paar Sachen um. Krass. Das ist echt viel, Leute. Also ihr habt es ja gerade gesehen. Das ist wirklich sehr, sehr viel. Jetzt muss ich mich wieder... So, jetzt muss ich aber auch Lena langsam wecken, weil sonst sind wir zu spät. Und das wollen wir nicht. Ich wollte Lena ein Oberteil anziehen, aber ich finde das nicht. Weil ich weiß nicht, ob Lena auch mit auf dem Foto sein wird. So. Und hier läuft die ganze Zeit traurige arabische Musik. Ich sehe gerade, wir haben noch Zeit. Wir haben 2:15. Dann soll sie noch schlafen. 3:15. Dann kann sie ruhig noch schlafen. Und gleich soll sie dann aufstehen und... Furkan kommt vielleicht auch, damit er Lina unterhalten kann, weil ich weiß jetzt nicht, wie Lina darauf reagieren wird. Ja. Also Leute, wenn ich jetzt ausmache, dann sind wir wahrscheinlich im Auto und danach in der Psychiatrie. So, ihr Lieben, wir sind jetzt im Aufzug. Das sind jetzt die letzten Tüten. Wir haben noch Tüten für die Mitarbeiter vorbereitet, die haben wir voll vergessen. Also, was mit dieser eine Tüte da? Das wollte Lina tragen. Nina, toll, Banane.
Lina hat übrigens diese Tüte die ganze Zeit getragen. Hallo, ne? Na, Felin. Lina unterstützt uns auch tatkräftig. So, ihr Lieben, wir sitzen jetzt hier vollgepackt. Auf meinem Schoß ist hier das und hier ist. Auf dem Beifahrer sitzt auch alles voll. Jetzt fahren wir los. Wir brauchen 7 Minuten, ne? Ja, genau. So, wir sind jetzt da und warten drauf, dass jemand rauskommt und dass wir halt diese ganzen Kartonen reinbringen. Und natürlich, wir werden euch auch mitnehmen. Bis gleich. So, ich glaube, entweder da oder hier ist die Hauptgang. Ich glaube, man darf hier auch kein Video drehen. Deswegen mache ich lieber die Kamera aus. Geh du schon mal rein. Warte, okay. Vor die Tür, ich komme jetzt. Anton? Wo tut die Brüsten nicht mal? Wie das schick wird. Ich hoffe, die kommen in Ketten, ist einer frei. Ach, hallo? Schön, der E-Check-In. So. Komm mal her. Genau, und da kommt der erste Platz. Also wir haben wirklich alles durcheinander. Hier für die Jungs haben wir so Leinwände, können die dann ausmalen zum Aufhängen oder so. Ach, also ist alles Mischimasch. Und für die Älteren haben wir dann wirklich Sachen. Papiers, Deos, Schmuck. Cool. Können sich dann alles. Hallo. Hallo. So, ihr Lieben, wir sind jetzt da. Und da ist unser Paket. Ich, man darf die Kinder nicht besuchen, weil die Kinder, die Eltern, man braucht erstmal Einverständnis. Ach so. So, wo ist denn? Guck mal, ein Bär. Bär. Soll ich dir helfen? Einfach hier hinstellen? Aufpassen auf die Bilder da vorne. Ja. So, jetzt aber. So. I'm not afraid to
die habe ich als Kind auch gehabt. Ja, ne? Ich auch. Ja. Und die Milch verschwindet, dann fragt sich, wie geht's. Ja. So. Die Frage habe ich mir auch mal gestellt. Wo ist die Milch? Ich hab das viel zu schlimm verpackt. Wie riesigen ja auch. Ja, da habe ich schon mal was gesagt. Hast du gut gemacht? Klar, sowas ist nicht selbstverständlich, aber man sollte nicht nur an sich selber. Das war's aber ein bisschen mit Milch. Milch und Zucker. Milch und vielen Dank. Ich finde es schade. Also es gibt wirklich sehr viele Menschen draußen, die sehr viel haben und einfach viel zu gierig und geizig sind. Es ist schade. Und Sie haben auf Ihrem YouTube und Instagram-Account, den Sie aufgerufen. Ne? Genau. Und haben da auch so ein Fliegen aus einer eigenen Community erzählt über die Leben. Ja. Genau. Und haben wir auch eine ganze Menge Follower, ne? 10.000 bekommen. Okay. Was sind das für Leute? Das sind auch Mamas. Aus ganz Deutschland. Also sind auch Sachen aus Australien dabei. Nee. Ja, aus Schweiz, aus Bayern, Schweden. Die haben alle gespendet. Wahnsinn. Vielen Dank. Ein internationales Geschenk. Genau. So, jetzt erzählen Sie mir erstmal, wie wir zu dieser gigantischen Menge an Spielfahrzeug kommen. Also mein Name ist Wegelzer. So, weil ich stehen am besten und die Kamera da. Der Klinik für Kinder Lucia Klinik. Also das ist eine Klinik, so, die Kinder von 5 bis 18 behandelt. Okay. Und zwar alles Kinder mit seelischen Krankheiten. Also das ist mal, ich weiß nicht. Vorstellungen haben, also ja, von unruhigen Kindern, die nicht beschulbar sind, bis zu 17-jährigen Mädchen mit einer schweren Magersucht. Ja, die, wenn es mal gerade jemand aufgenommen hat, ist 1,70 groß und wiegt 34 Kilo. Ja, also das war so, das ist so unser ganzes Spektrum. Und dann haben wir auch, also
ganz verschiedene Stationen. Wir haben auch eine geschützte Station, die geschlossen ist. Auch mal eine Station, das machen wir auch hier, wo wir Kinder und Jugendliche, teilweise jetzt schon 11, 12-Jährige, von Drogen ziehen auch. Das ist in Köln leider schon ein Thema. Also das meiste ist Cannabis, das größte Problem, also THC, Hasch, ist unser größtes Problem. Die leichten Drogen, immer noch so kann. Ja, bei den Mädchen leider auch die härteren, weil da natürlich häufig dann, da geht es ein bisschen um Prostitution auch, da werden die so ein bisschen angefixt, die Mädchen. Also wir haben schon 13, 14-Jährige, die haben Kokain gekriegt. Also das ist dann aber nicht gut. Nee. Wir haben viel, deswegen ist es toll, was sie uns alles mitgebracht haben. Wir haben viele Kinder natürlich, die aus ganz armen Verhältnissen kommen, weil seelische Erkrankungen kriegen alle Menschen, alle Kinder auch. Aber wenn man natürlich weniger, wie wir sagen, immer so Ressourcen hat zu Hause, also das heißt, wenn ganz wenig Geld da ist oder alleinerziehend ist häufig eine große Belastung, ja? Wenn man jemanden hat, der einen unterstützt, dann ist es natürlich so, dass wenn man seelisch krank wird, dann dass die Auswirkungen schlimmer sind. Klar. Ja? Ich finde auch, wenn man so nicht viel hat, dann und wenn man sieht, die Freunde haben viel, dann geht es auch ganz einfach, dass man immer was Kleines klaut und dann wird es immer größer. Genau, geht schon los. Ja, ja. Jetzt sagen Sie mir aber, wie kommt es dazu, dass Sie uns so mit so wahnsinnig vielen Sachen bedacht haben? Also ehrlich gesagt, wir haben zwei verschiedene Meinungen. Ja. Erstmal sagen Sie mal, also wie kommen Sie überhaupt dazu, dass Sie das machen? Also weil ich selber eine behinderte Schwester habe. Ja. Sie auch ein Bruder. Ja. Und körperbehindert oder geistig behindert? Körperbehindert. Körperbehindert, genau. Und Inga bringen wir weiter. Also bei mir war der Punkt, ich habe auch sehr viel in meiner Jugend durchgemacht in der Familie. Ich hatte einfach nicht die Chance, dass man mir sowas angeboten hat, dass man mich zum Psychologen gebracht hat. Ja. Bei mir war es eher so, mir hat keiner geglaubt, das, was ich durchgemacht habe, erst dann, als ich von zu Hause rausgegangen bin. Und da denkt man sich, dann schenkt man den Kindern was, die was Schlimmes durchgemacht haben, und dass sie wenigstens diesen Schmerz für einen Tag vergessen. Mhm. Und jetzt muss ich fragen, wo kommen Sie her eigentlich gebürtig? Aus der Türkei. Türkei, aus dem Irak. Sie kommen aus dem Irak. Und Sie sind zusammen oder? Wir sind verheiratet. Und Sie, das ist eine Privatinitiative oder? Wir haben einen YouTube-Kanal und einen Instagram-Kanal. Also beide zusammen haben wir 25.000 Zuschauer und die haben uns auch reichlich unterstützt. Ja. Also, Sie haben einen Aufruf. Genau. Das ging dann fast knapp einen Monat. Und in den knappen einen Monat haben wir so viel gesammelt. Also natürlich ohne unsere Zuschauer hätten wir das auch gemacht. Aber ja. Wir bedanken uns bei dir. Und YouTube, wie muss ich mir vorstellen, was haben wir? Wir zeigen einfach unser Familienleben, Alltagsvideos, wie das zwischen zwei Kulturen klappt, sowas. In einer dritten Kultur. In einer dritten Kultur, genau, ja. Genau. Ja. Auch mit Kindern. Ja. So. Mhm. Sie sind aber beide sind in der Türkei geboren oder Sie sind im Irak geboren? Nein, ich bin im Irak geboren und sie ist hier geboren. Also Sie sind schon hier geboren. Ja. Und wie lange sind Sie schon in Deutschland? Ich bin seit 7 Jahren in Deutschland. 7 Jahre. Ja, vielen Dank. Sie sagen eben von Ihren YouTube-Followern, kommen auch einige aus Australien, aus ganz anderen Österreich, Schweiz. Ländern. Die haben alle Geschenke geschickt. Ja. Das ist alles geschickt? Ja. Also nicht alles. Ich glaube, 4, 5 Pakete haben wir geschickt bekommen. Der erste war selbst, glaube ich. Genau. Achso, das heißt, Sie haben eigentlich mein Geld gekriegt? Genau. Und das wie läuft sowas? Die haben das ganz normal auf PayPal geschickt und dann habe ich da auf PayPal-Konto. Genau. Und dass Sie eigentlich persönlich kennen. Das heißt nur, weil Sie... Die kennen mich nicht persönlich. Das finde ich ja noch... Also das ist so, also so ein schönes Vertrauen, Gefühl, dass sie uns vertrauen. Ja, ja. Und da will man die dann auch mitnehmen, dass sie sehen, das landet auch wirklich alles hier. Ne? Ja. Es gibt natürlich so 2, 3... wie soll man solche Menschen nennen? 2, 3 Leute, die sagen, du steckst das Geld ein. So, und dann denke ich mir, komm, dann nimmst du das jetzt mit auf und dann sehen wir, dass das hier landet. Ja. Und solchen Menschen wünsche ich einfach nur, ich hoffe, ihr habt nicht so einen Schicksalsschlag, weil das kann jedem passieren. Seelische Krankheiten kann jeder kriegen, passieren. Ja, das stimmt. Da kämpfen wir auch sehr drum, dass seelische Krankheiten, körperliche Krankheiten gleichgestellt sind. Ja, ja, klar. Ich finde, seelisch ist immer ein bisschen schlimmer. Man sagt immer, man hat es verarbeitet, aber dann... Wenn man dann so alleine zu Hause sitzt, dann denkt man immer wieder so, na, das kommt immer wieder hoch. Ja, wir finden immer, weil das ist ja so, das habe ich schon oft erzählt, wenn wir zum Beispiel, das
bei seelischen Erkrankungen geht es ganz oft, dass die Menschen denken, die nicht viel davon verstehen, dass derjenige schuld ist. Dass er depressiv ist, dass er eine Magersucht hat, dass er vielleicht Zwänge hat oder schwere Ängste, dass man das ja selber regeln kann. Ja. Wenn Sie aber jemanden haben, auch im Kinderkrankenhaus, der eine Krebserkrankung hat und vielleicht jetzt Zytostase gekriegt hat und hat keine Haare mehr, dann sagt jemand, oh, was ein armer Mensch und wie kann man helfen. Und bei seelischen Erkrankungen ist es immer so, dass man denkt, jetzt nicht so denkt man immer, oh, der ist vielleicht schuld, ja, ist er selber, der hätte ja vielleicht anders machen können oder das muss ja nicht sein, warum ist der depressiv geworden, der muss sich mal ein bisschen zusammennehmen, dann geht das schon. Ich finde, die Gesellschaft guckt diese Leute auch so, die denken sich, der ist krank, mit dem will ich nichts zu tun haben, der soll fern von mir bleiben. Ja, so habe ich manchmal das Gefühl. Das, wir haben ja auch, das ist zum Beispiel bei uns eher bei den ganz schweren Störungen. Wir haben zum Beispiel auch Jugendliche mit einer Schizophrenie. Also das ist gerade jetzt mit Drogen. Weil wenn man als junger Mensch, wenn man als junger Mensch Drogen nimmt, die sind ja, wie wir sagen, halluzinogen, dann kann das so Wahngedanken auslösen. Du denkst zum Beispiel, dass man Stimmen hört oder dass man Allah ist oder dass man der Prophet ist. Solche Menschen haben wir manchmal, ja, dass man Gott ist und hört dann auch Stimmen, die gar nicht da sind, macht verrückte Dinge. Und die befehlen etwas, die Stimmen. Und das ist dann sehr bedrohlich. Ich finde, das ist eine der schlimmsten Sachen, die man haben kann. Das ist ja mit das Schwerste. Vorsicht nicht, dass ich hier. Oder kann der, ja, das ist mit das Schwerste, die bleibt bei uns am längsten. Ja. Vielen Dank, kann ich nur sagen. Wir werden es sicherlich an die Bedürftigen hier im Haus verteilen. Sie können sich ja, Sie wissen ja besser, welches Spiel zu wem. Ja, das kriegen wir sicherlich. Das ist ja für ganz unterschiedlich. Also das sind ganz viele. Wir sind auch noch einige. Was ist das hier? Das sind Süßigkeiten. Für Jungs und für Mädchen. Lauter süß. Wir haben jetzt 30-30. Wie man die Farbe erkennt. Ein für die Jungs und eine Prinzessin für die Mädchen. Das ist ganz toll. Das ist, was wir das auch gut gebrauchen können. Wir haben ja viele auch, sagen wir mal, Kinder, die halten sich nicht so an Regeln. Sind vielleicht nicht so brav wie ihre Kinder. Ach so, also. Die machen viel Blödsinn und dann können wir das als Belohnung einsetzen. Ja. Wenn, wenn du regelmäßig in die Schule gehst, dann kriegst du auch eine Unterstützung oder dann sammeln die manchmal Punkte. Das ist auch eine gute Idee, Und wenn sie so 10 Punkte haben, dürfen sie sich was aussuchen oder man macht mit denen eine Aktivität. Das ist noch besser für die Kinder. Und dafür ist es natürlich toll. Ich muss Ihnen aber sagen, dass ich nicht jetzt dabei. Was müssen wir gucken für die Station? Was ist das? Das ist ein Seifenglas. Ah, super. Das ist eine tolle. Das ist super für Belohner. Das ist super für Belohner. Oder sie spielen ja auch oft draußen mit dem mit Bogenschießen oder Buhl oder Blätter und so weiter. Also gerade die letzten Mal, wenn Kinder viel Angst haben, machen wir Klettern oder Bogenschießen, weil die wenn die so einen Sport machen. Und viele von denen haben ja noch nie Sport gemacht und kennen das gar nicht, weil das nie gefördert worden. Dann braucht man sich beim nächsten Mal ein bisschen mehr, dann kommt man ein bisschen stärker und kräftig. Ne? Schreibt mir mal Ihr YouTube auf, dass wir uns das mal angucken. Klar, kann man. Dann kann man irgendwann auch mal Ihnen eine Rückmeldung geben. Gerne. Von den Stationen ist ja für Sie ja auch nicht schlecht. Ja? Ja. Das ist mir immer, das ist auch klasse hier. Das sind diese Autos, die man so fahren kann. Auf den Tisch drücken kann. Genau. Bekommen die Tempo. Ne? Das ist wunderbar, weil wir haben ja eine eigene Schule hier. Ja. Ich weiß nicht, von wo sind Sie von dort gekommen? Nee, von rechts. Ja, mit ganz vorne, da haben wir eine eigene Schule nur für unsere Kinder. Da kann man das natürlich super verwenden. Hier das auch für die Freizeit. Ja. Das sind diese. Oder das, sie können die jetzt zum Beispiel ihre Probleme reinschreiben. Ja. Sehr schön. Toll. Ich hoffe, die freuen sich. Da bin ich ziemlich sicher. Ja. Na, vielen Dank. Das ist wirklich überwältigend hier. Das ist wie ein riesiger Weihnachtsmarkt. Gut. Schreiben Sie, ich hole mal was zum Schreiben, dass Sie mir das aufschreiben. Und dann möchte ich gerne von Ihnen zusammen noch ein Foto machen. Ja, sehr gerne. Das machen wir auch, wenn wir das auch dann haben. Der Kalender ist der Hammer. Was haben die Kinder gemalt? Schön. Wir haben im Kinderkrankenhaus eine sogenannte Spielewelt. Das ist ein ganz großes Spielzimmer. Mhm. Und daneben liegt noch ein Raum, wo man mit Bobbycars fahren kann. Und da gibt es ein Kickergerät. Und das ist so ein Raum, der auch so für Bewegungen genutzt werden kann. Und dort haben wir zwei Sozialpädagogen und auch verschiedene andere ehrenamtliche Mitarbeiter, die dann einfach auch
da sind für Patientenkinder oder auch deren Angehörige oder Geschwisterkinder, sodass man da auch mal spielen kann. Ne? Ja. Oder wo sich auch die Eltern nach dem Abendessen mal mit den Kindern zurückziehen können, um je nachdem wie alt die sind, um noch mal eine Stunde gemeinsam zu spielen. Und dann haben die Kolleginnen die Kinder dort eben angesprochen und gesagt, hast du mal Lust, ein schönes Bild zu malen hier fürs Kinderkrankenhaus? Und die schönsten wurden dann ausgewählt für diesen kleinen Kalender. Hat auch Bedeutung, ne? Ja, 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 das ist auch alle Kinder, die jetzt ein Bild gemalt haben. Gebe ich Ihnen noch mal eine Karte, durch, wo Sie waren. Okay, danke. Und wenn Sie jetzt mal, dann gucken wir uns das mal an, wir können ja mal eine Rückmeldung geben. Nein, ich gebe dir später. Komm mal, kommt später. Aber hier von unserem Netz da nicht rein. Okay, ja, nein. Also das ist der Instagram Kanal. Ja. Super. Vielen Dank. Ja, ein Bild. Wo soll man hin? Perfekt. So. Wie lange kommst du? Nehmen wir die Kleine mit aufs Bild. So, ja. Dann bleib ich hier. Gut. So. So. So passt das jetzt. Ja, damit ich viel Geschenke auch habe. Genau. So, jetzt alle mal Zähne zeigen. Wie heißt denn die Kleine? Lina. Nina? Nina Bakoyevic. Nina, schaust du mich auch mal an? Super. Klasse. Okay. Toll. Alternativ könnten wir auch noch mal ein solches Bild machen, dass sie sich ins Kopfende stellen. Okay. Und dann sieht man die ganze Kraft auch nochmal. Ja, dann sieht man das. Vielleicht können wir den, wo der gefahren, den Wagen. Sieht man den Wagen? Nee, den sehe ich nicht. Ja, super. Alles gut. Machen wir das mal. So machen wir besser hier. Klasse. Dankeschön. Toll. Ja, müssen wir morgen jetzt mal gucken. Wie lange war Ihre Das verteilen. Das sind genug Karten. Ja, gut, das lassen wir alles so stehen. Ja, ja, ja. Der Gitterwagen war aus unserem Haus hier. Genau, ja. Ja, ich hatte vorhin noch mit meinem Kollegen gesagt, mir, nimm mal so ein Wägelchen mit. Ja. Das habe ich hier stehen. Ich glaube, da wären wir wahrscheinlich 10-mal gefahren. Da war es ganz praktisch, ja, dass die Frau Behrens einen Kindermarkt gezeigt hat. Das ist auch gut. Ja, das ist sehr gut, weil wir welche haben, die sich manchmal im grünen Haus mit Drogen nicht so viel waschen. Ja, aber leg das zurück. Das gehört uns jetzt nicht mehr. Wie heißt das hier? Die Minions. Die Minions. Das ist auch für Zuschauer dazu bestimmt. Genau, das ist doch ganz in. Ja. Das ist auch schon ein dieses Papierkreis. Ja, das ist zu 60% eher was für die Mädchen, ne? Das ist mehr für die Mädchen, ja? Ja, Jungs wie Mädchen. Das kann, ja, stimmt, von den Farben her ist es überwiegend pink. Jetzt guck, ist ganz viel pink. Ja, wahrscheinlich haben sie auch mehr Frauen, die geschickt haben, gell? Ja, ja. Und die suchen dann wahrscheinlich auch. Ja. Also wir waren auch verschiedene Städte einkaufen gegangen. Es gab einfach nicht so viele Auswahl für Jungs. Ja. Nein, das ist alles wunderbar. Hier ist zum Beispiel auch so ein lustiges Gesellschaftsspiel. Ja, die können wir gut. Da füllt man, glaube ich, 2 Eier mit Wasser. Und dann. Das Spiel macht echt Spaß. Das Spiel macht bestimmt Spaß. Also, kann man sich schon ausprobieren. Sehr gut. Nein, aber ich kann es mir vorstellen. Das sind die Weihnachtskugeln. Ah! Oh, so Mickey Mouse. Walt Disney. Ja, schön. Ist das okay, wenn wir in die Kamera nochmal Danke sagen? Ja, Schatz, mach so. Jetzt gehen Sie mal dazu. So. Ja, okay. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich Vielen Dank für die wahnsinnig vielen Geschenke und wir werden sicherlich für ganz viele kranke Kinder sehr schön gerade jetzt in der Weihnachtszeit einsetzen können. Also ganz herzlichen Dank an alle, die uns unterstützen. Sehr gerne. Gerne. Gerne, gerne. 10 Minuten kommt halt drauf an. Und das schauen dann und dann.
dann reden sie mit den Leuten, kommunizieren sie mit den Leuten. Genau. Oder wir zeigen unseren Einkauf, so ein Wocheneinkauf. Wenn sie Besuch kriegen oder. Also ihr gesamtes Leben. Ja. Und ist das so eine Community? Die machen das, müssen wir was lernen. So, und das ist so ein kleines Geschenk für uns. Machen das ganz viele Menschen? Oder? Kinder haben das für uns gemacht. Ja, es gibt ja immer noch, was sie das machen. Und es gibt, das ist der Hauptberuf. Also, machen es hauptberuflich. Aber an welcher Stelle verdienen wir da? Durch Werbung, aber mehr durch Kooperation. Wenn zum Beispiel eine Firma anschreibt und sagt, kannst du dir das Produkt vorstellen, dafür geben wir. So, ihr Lieben, wir sind jetzt raus. Wir haben alles übergeben, wie ihr gesehen habt. Ich hoffe, man konnte alles verstehen, aber werde ich ja jetzt beim Schneiden sehen. Und wir sind froh, wir sind erleichtert, ne? Ja, jetzt mehr Platz zu Hause für unsere Klamotten. Wir durften die Kinder leider nicht besuchen, weil ist auch verständlich. Das sind Kinder, die seelische Erkrankungen haben. Und man muss erstmal von den Eltern ein Einverständnis bekommen, dass man die Kinder besuchen darf. Aber es wird alles verteilt und Weihnachtsgeschenke gibt es dann für die Kinder. Ich bin schon gespannt, wie das wird. Ich fand nur eine einzige Sache schade, dass die Leute gedacht haben, dass wir dieses Geld für uns stecken. Ich fand einstecken. Das wirklich einstecken, scheißegal. Und einige haben auch geschrieben, dass ich diese Behandlung am Bauch, dass ich das Geld dafür ausgegeben habe. Leute, ich habe das Geschenk bekommen. Also dieses Cool Skype-Ding, ich habe nicht mal 1 Euro bezahlt. Also das soll auch damit geklärt sein. Ich habe nichts bezahlt und das Geld wurde komplett für die Psychiatrie und für das Pflegeheim ausgegeben. Also die über uns gut denken, denen wünsche ich auch das 10-fache zurück. Ihr sollt 10-fache das Beste bekommen, dass ihr überhaupt uns geholfen habt, uns unterstützt habt beim Spenden, das ist nicht selbstverständlich. Also das muss keiner machen. Aber ihr habt es gemacht, weil ihr uns vertraut. Und jetzt wisst ihr auch, dass es angekommen ist. Und nächste Woche nehmen wir euch dann wieder mit. Ja. Und wir bedanken uns nochmal für diese ganze schöne Sachen, was ihr uns geschickt habt. Danke nochmal. Der Mann hat sich unnormal gefreut, ne? Der Chefarzt. Der hat sich so gefreut. Der meinte, ich glaube, wir sind die Einzige, dass wir bis jetzt so viele Sachen da hingebracht haben. Habt ihr doch gesehen, wie lang dieser Tisch war. Und wir haben, ich glaube, 2 Kartonen nicht komplett ausgepackt. Genau. Sonst hätte das nicht gepasst, alles auf diese lange Tisch. Die Duschcremes muss der jetzt schauen, wer das kriegt und wer nicht, weil ich habe euch ja erzählt, es gibt auch Kinder, die sich selbst verletzen. Die dürfen das natürlich nicht benutzen. Der wird das dann sortieren, wer was bekommen darf und wer nicht. Und diese 3 Waffen, diese Waffen, Klassen. Genau. Ich weiß nicht, das haben wir auch auf jeden Fall direkt weggeschmissen. Das haben die direkt weggeschmissen. Die meinten sowas. Aber ich habe das extra dahin gebracht, weil das von einer Zuschauerin kam und. Das, was von euch kommt, muss natürlich auch dahin gebracht werden. Ja, wir haben jetzt voll viel gelabert, aber wir wollten das halt klarstellen. Ihr wisst jetzt Bescheid, das ist auch gut so. Und danke nochmal an Herr Klingen. Ich zeig das mal ganz, ganz kurz. Hast du es gezeigt? Man hat es aber nicht, glaube ich, verstanden, ne? Weil wir geredet haben. Egal, das kannst du zu Hause in Ruhe zeigen. Ich muss zur Arbeit, Schatz. Und zwar habe ich so einen Brief bekommen. Hier steht dann, herzlichen Dank für Ihre Unterstützung. Und als Dankeschön haben wir von den Kindern. Das habe ich jetzt euch. Ja, so die Bilder Kalender bekommen. Mit selbstgemalten Bildern von den Kindern. Total lieb. Ich bedanke mich bei Herrn Pling, weil ich weiß, dass er jetzt uns auch zuschaut. Ja, hoffentlich können wir nächstes Jahr wieder so eine Aktion starten. So, ihr Lieben, wir beenden das Video jetzt hier. Wir wollten ja nur zeigen, dass wir die Sachen gebracht haben. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye, bye. Bye. Lieber sagt auch bye.